So, bevor wir jetzt zusammen das neue Video starten, müssen wir uns mal kurz entschuldigen. Denn, wie ihr gesehen habt, wenn ihr es gesehen habt, ist das letzte Video ganz schön abrupt geendet. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir endlich im Urlaub angekommen sind und entspannt haben. Wir haben tatsächlich einfach nicht mehr gefilmt in Wiek, aber dafür seht ihr jetzt alles, wie es nach Glove geht. Viel Spaß, genießt es. Welche Leine willst du als erstes machen? Die. Aber zieh uns mal mit Gefühl nach hinten. Ja. Ich führe Backbord mit wieder. Aber nichtsdestotrotz, ach, jetzt bringt es vielleicht gar nichts, was ich testen wollte. Ja gut, dann machen wir einfach beide Steuerbordseiten ab. Und du fierst einfach vorne wieder mit. Backbord mit. Genau. Aber dann machen wir die Leine erst ab, wenn du mit dem Arsch mit ein bisschen höher bist. Ja. Jetzt noch was von Meter an der Box. Ja gut, aber da hatten wir auch genug Platz. Ja. Eigentlich schon, ist ja windstill. Es ist kurz nach 6, wir haben abgelegt. Segeln unter Vollzeug, nur mit einem, nee, im zweiten Reff. Denn für uns geht es jetzt nach Glove. Wir passieren heute Capacona, sind wir sehr gespannt. Das haben wir letztes Jahr nicht geschafft. Und wir segeln direkt von Anfang an. Wie findet ihr meinen Autopiloten? Ich finde ihn gut. Eigentlich wollten wir den heute Morgen anschließen. Aber irgendwie sind die Schrauben weg. Es muss da unten rangeschraubt werden, aber irgendwie habe ich mal wieder die Schrauben verlegt. Naja. Man muss flexibel sein. Jetzt haben meine Füße auch was zu tun. Das ist ganz schön kalt heute. Ich würde mich am liebsten jetzt da hinsetzen und chillen. Da, wo sie alle rausfahren, fahren wir auch gleich raus. Nur die meisten fahren wahrscheinlich nach Schweden. Ja, viele fahren nach Schweden laut Marinetraffic. Und viele fahren Richtung links. Richtung links. Wir fahren nach rechts, nach Glove. Man muss auch sagen, es ist echt eisig. Wir sind die ganze Zeit am Durchwechseln, weil es echt frisch ist. Es ist unser Sommerurlaub. 16 Grad, Schaut euch an, wie flach das hier ist. Links und rechts sind 30 cm. Da rummotoren wir hier durch. Fühlt sich ja irgendwie schon schön an, da jetzt so rauszufahren. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie sich's anfühlt, wenn dann Leute so nach Schweden fahren. Bestimmt auch cool. Irgendwann, ne? Eigentlich fahren wir nach Trelleborg. Das weiß nur Shirin immer noch nicht. Die Sonne kommt, das passt doch hier. Und wie fühlt es sich an? Ja, wir segeln. Es geht gleich raus auf die offene Ostsee. Also wir waren ja schon mal einmal ganz kurz drauf letztes Jahr, aber da sind wir nicht gesegelt, da waren wir nämlich auf der anderen Seite von Hiddensee, also genau da. Hinter uns. Aber jetzt segeln wir gleich drauf und das ist natürlich... Das ist ein richtig geiles Gefühl, weil letztes Mal konnten wir auch nur Motor fahren, letztes Jahr, weil kein Wind war. Ist das traumhaft. Also ich weiß, es sind schon wieder perfekte Bedingungen hier gerade. Wir werden wahrscheinlich oben nördlich ein bisschen schmetterlingen müssen. Mal gucken, wie wir drauf haben. Wenn der Wind passt, dann kriegen wir es eigentlich ganz gut hin. Ja, und aber bis dahin schön, wie nennt sich das nochmal? Wir kriegen den Wind quer ab. Das finde ich ja auf Hiddensee tatsächlich immer echt faszinierend. Das ist nicht Hiddensee, aber egal. Ah, Hiddensee und Rügen und so. Dass es hier so extremst flach ist. Ich weiß nicht, ob der Kamera so rüberkommt, aber man könnte jetzt da laufen. Wir haben uns dann jetzt doch entschieden, das zweite Reff komplett rauszumachen und da komplett hier Vollzeug zu segeln, weil das ist ja wieder so entspannt hier gerade. Anders als vorhergesagt, Tatsache. Deswegen sind wir immer jetzt vorsichtig geworden, weil wir gemerkt haben, im zweiten Reff läuft das richtig gut bei uns.
Aber wenn jetzt hier gar nichts ist, jetzt machen wir hier, den ziehen wir da vorne jetzt noch ab. Und dann geht's ab nach Glove. Was sagt denn deine Laune? Okay, es ist gerade schwierig, von dem einen Kurs in den anderen Kurs zu kommen, wenn man doch, wenn ich jetzt weiter abfalle nach Steuerbord, eine gute seitliche Welle hat und die dann wiederum ausbremst. Aber ich orientiere mich einfach an dem neben mir, wenn der so mal ein bisschen rüber geht. Es klappt eigentlich ganz gut. Ich glaube, der hat den gleichen Kurs wie ich. Hast du dir das nicht vorgestellt? Nee. Ja. Ja, ganz schöne Welle hier von der Seite. Das ist halt echt gut nervig, oder? Ja. Los, erzähl. Ja, weil wir auch erst da hinten rum müssen. Jetzt habe ich, als ich wie viele Meilen die kleine Welle von der Seite und keinen Wind. Ich dümpel hier mit zwei Knoten rum. Und noch weiter raus, macht das Sinn? Keine Ahnung. Heute Morgen noch so euphorisch. Und jetzt fast nur noch genervt. Es regnet, die Welle ist blöd, der Wind ist blöd, alles ist blöd. Das Schlimme ist, selbst wenn wir den Motor anschmeißen würden, wir würden, glaube ich, gar nicht viel schneller vorankommen und es würde auch noch ein bisschen unangenehmer bestimmt sein wegen der Welle. Ich meine, da ist ja auch noch irgendwo ein Boot, dahinter. Also es passt, einerseits passt das schon, aber die Welle, die passt halt gar nicht und dann schlagert das hier rum. Nervig. Wir segeln ums Capacona. Und da hinten ist Glove. Wir haben jetzt schon alles runtergeholt. Wir haben für uns festgestellt, dass es am besten ist, wenn wir mal so eine Meile vor der Hafeneinfahrt alles runterholen. Weil dann können wir alles in Ruhe fertig machen, alle Leinen in Ruhe aufschießen und ganz entspannt zum Hafenmanöver übergehen. Und heute sind wir da im Dranne. Können wir ja. Sagt er. Sag ich und gleich bum 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 bum.
da sind wir nun in Globe. Und wie ihr gesehen habt, war nicht das beste Anlegermanöver von uns heute. Eigentlich auf Deutsch gesagt einfach scheiße. War richtig schlecht. Aber wir wissen nicht genau, woran es genau ist. Teilweise Wind, dann haben wir, die Boxen sind so breit, dann hat hier der Bootsnachbar diese komische Sorgleine so zu seinem Boot gezogen, dass er sich bloß nicht mehr wegbewegt. Ja, war jetzt nicht das beste Anlegemanöver. Ja, es ging. Der Wind hat uns ganz schön rübergetrieben, aber es gibt zum Glück immer nur entlernte Bootsleute, die einem helfen und die liegen. Genau. Es gibt Leute, die sitzen auf ihrem Boot, Gaffen, gucken uns die ganze Zeit zu. Ja. Und dann gibt es zwei nette ältere, die gleich zwei Booten gleichzeitig anlegen. So ist das immer unterschiedlich.